Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Wie ernst es der Landesregierung, der Regierungsparteien ernst war mit der Beteiligung der Ausländerbeiräte an der Entwicklung dieses Gesetzes, das hat man ja an ihrer Herangehensweise gesehen. Denn die AGA, Enis Gülegen und Vertreter der AGA haben mehrere Male um Gesprächstermine gebeten, um die Situation der Ausländerbeiräte zu verbessern, zu besprechen und da in Diskussion zu kommen. Auf Ihre Antwort warten die AGA-Kolleginnen und Kollegen der AGA heute noch. Ganz im Gegenteil, Herr Bocklet, Sie waren auch da, und man hat Ihnen das auch gesagt in Neu-Isenburg, dass Sie auf mehrere Anfragen nicht reagiert haben. Sie haben lediglich reagiert, indem Sie Termine verschoben haben, indem Sie Termine zwar zugesagt haben, aber diese dann verschoben haben, Telefontermine vereinbart haben, die Sie dann auch wieder verschoben haben. Und das Resultat von all diesem war, dass Sie dieses Gesetz jetzt einfach entworfen haben. Und im Schnellverfahren bringen Sie das jetzt auf den Weg. So sieht die Sache aus. Nun wird ja die niedrige Wahlbeteiligung, die zu niedrige Beteiligung an den Wahlen der Ausländerbeiräte wird ja beklagt. Anstatt die Gründe hierfür aber zu eruieren und sich zu fragen, warum sich so wenige Menschen zu den Wahlen von Ausländerbeiräten berufen fühlen, versuchen Sie, diese Wahlen eigentlich einfach abzuschaffen. Sie schaffen einfach die Wahlen selbst ab. Sie schaffen sie ab und nehmen den Migrantinnen aus Drittstaaten das letzte bisschen an politischer Teilhabe weg, was man ihnen gewährt hat. Und außerdem schaffen Sie für die Gemeinden die Möglichkeit, ihnen unliebsame Ausländerbeiräte einfach abzuschaffen und diese durch Integrationskommissionen zu ersetzen. Ich meine, dies ist natürlich auch eine Form, mit geringer Wahlbeteiligung umzugehen, aber eben halt eine sehr fragwürdige Form. Und die Frage ist doch, meine Damen und Herren, ob dies einer wirklichen Demokratie wirklich gut zu Gesichte steht. Und ich kann Ihnen da klar und deutlich sagen, nein, tut es nicht, meine Damen und Herren. Unsere Aufgabe und auch die Aufgabe einer Regierung ist, die demokratische Teilhabe zu vereinfachen und sie zu stärken. Und nicht durch irgendwelche konstruierten Gremien zu ersetzen, um die Menschen an der Teilhabe zu hindern. Doch genau das machen Sie hier mit Ihrem Gesetzentwurf. Es ist doch absurd. Einerseits wird die Entfremdung der Menschen von unserer Demokratie beklagt, und andererseits soll nun noch mehr Demokratie abgebaut werden. Die niedrige Wahlbeteiligung war natürlich auch der AGA bekannt, wie gesagt. Und Sie haben Lösungsvorschläge, Lösungsmöglichkeiten ausgearbeitet. Schon im Jahr 2014 ist ein Papier von der AGA an die Landesregierung zugegangen. Auf ihre Reaktion, wie gesagt, warten die Kolleginnen und Kollegen der AGA heute noch. Angesichts geringer Wahlbeteiligung sollte man ja meinen, dass man sich die Frage stellt, weswegen das denn so ist. Weswegen sich immer weniger Menschen zu den Wahlen der Ausländerbeiräte aufgerufen fühlen, wie gesagt. Es könnte ja womöglich an den zu geringen Einflussmöglichkeiten liegen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Für die Regierungskoalition scheint diese Frage aber zu abwegig zu sein. Denn auch wenn ich mich wiederhole, einer geringen Wahlbeteiligung begegnet man hier einfach mit der strikten Abschaffung der Wahlen selbst, indem man Integrationskommission. Klar steht das drin. Sie überlassen es letztendlich den Gemeinden, ob sie Ausländerbeiräte haben wollen oder nicht. So sieht es aus. So sieht es aus. Mit Ihrer Optionsmöglichkeit ermöglichen Sie den Gemeinden die Entscheidungsbefugnis, ob es Ausländerbeiräte geben soll oder nicht. So sieht der Kern Ihres Gesetzentwurfs aus. Meine Damen und Herren, es ist doch so, dass alle Entscheidungen, die in Gemeinden und Landeskreisen getroffen werden, genauso die ausländische Bevölkerung betreffen. Sie benutzen dieselben Straßen, sie schicken ihre Kinder in dieselben Schulen, sie gehen in dieselben Krankenhäuser und so weiter. Und sie finanzieren diese Institutionen auch mit, will ich auch hier noch einmal auf den Weg geben. Doch wenn es eben um Straßen, um Schulen, um Krankenhäuser, um Infrastruktur geht,
haben Sie keine Möglichkeiten, auf diesbezügliche Entscheidungen einzuwirken. Ohne Umschweife, sehr geehrte Damen und Herren, in einer lebendigen und von all ihren Bürgern getragenen Demokratie müssen Menschen, die ihren Lebensmittelpunkt hier haben, auch diejenigen wählen, die sie vertreten und die infrastrukturelle Entscheidungen treffen. Nun wissen wir aber, dass es hierfür einer Änderung des Grundgesetzes bedarf. 1992 wurde dieses übrigens vorgenommen, nämlich bezüglich der EU-Staatsbürger. Also, wir sehen, es ist machbar, wenn man denn nur will. Wenn wir von politischer Teilhabe und von mangelndem politischen Interesse von Seiten der Migranten reden, müssen wir halt auch eingestehen, müssen Sie alle eingestehen, dass die Möglichkeiten hierfür gar nicht bestehen. Da langt es nicht, Integrationskommissionen zu errichten und zu sagen, wir haben jetzt den großen Wurf gemacht. Da langt es nicht, sich hinzustellen und zu sagen, ihr beteiligt euch nicht an den Wahlen, also richten wir Integrationskommissionen ein. Und deren Zusammensetzung die entspricht noch nicht einmal annähernd derjenigen der ausländischen Bevölkerung selbst, muss man hier auch nochmals vor Augen halten. Sachkundige Einwohnerinnen sollen die ausländische Bevölkerung in einem Gremium repräsentieren, das zur anderen Hälfte aber aus Mitgliedern der Gemeindevertretung und des Gemeindevorstands besteht. Wenn man nun fragt, wer denn diese sachkundigen Einwohnerinnen sein sollen, so heißt es, dass diese von Seiten der Integrationsvertretung der Migrantinnen und Migranten vorgeschlagen werden soll. Wer genau sollen aber diese Interessenvertretungen sein, das wird auch nicht näher erläutert. Und wohlgemerkt nur vorschlagen. Denn wer letztendlich in das Gremium kommt, entscheidet die Gemeindevertretung selbst. Also, das klingt eher nach einem Wunschkonzert für Gremienbesetzung der Gemeindevertretung als nach ernsthaften Bemühungen für demokratische Teilhabe, meine sehr verehrten Damen und Herren. Aber es geht noch weiter. Fragt man, was denn nun die Aufgaben und Befugnisse einer solchen Integrationskommission sein sollen, stößt man auf eine vielsagende Erläuterung. Das Verfahren und der Geschäftsgang der Kommission soll vom Gemeindevorstand den örtlichen Erfordernissen gemäß ausgestaltet werden. Kurz, beschäftigt euch mit den Problemen und Aufgaben, von denen wir sagen, dass es Probleme und Aufgaben sind. Durch alle Vorschläge scheint stets die Bevormundung der ausländischen Bevölkerung. So sollen die Integrationskommissionen rechtzeitig über alle Angelegenheiten unterrichtet werden, die sie zur Erledigung ihrer Aufgabe benötigen. Aber wer entscheidet letztendlich darüber, welche Angelegenheiten relevant sind? Frau Sönmez, kommen Sie langsam zum Schluss. Ein Vorschlagsrecht haben und so weiter. Wer entscheidet darüber, welches Vorschlagsrecht Sie sich nehmen sollen und welches nicht? Durch die Bank weg wird der ausländischen Bevölkerung die Entscheidung darüber, was sie betrifft oder nicht, abgenommen. Meine Damen und Herren, die ausländische Bevölkerung kann selbst sehr gut entscheiden, was sie betrifft und was sie nicht betrifft. Nach all dieser Kritik möchte ich Ihnen aber nicht vorenthalten, wie man es besser machen müsste. Zuerst müsste man die Bemühungen der AGA erst einmal ernst nehmen und sich an den Tisch setzen und diskutieren, wie man es besser machen könnte. Darüber hinaus muss es ein Antragsrecht der Ausländerbeiräte zu allen Themen geben und nicht nur zu vermeintlich migrationsspezifischen. Es gibt keine Themen, die die ausländische Bevölkerung nicht betreffen. Ebenso wäre ein Rederecht zu allen Themen in Ausschüssen und Stadtverordnetenversammlungen einzuräumen. Frau Sönmez, kommen Sie zum Schluss. Es gibt keine Themen, die ausländische Bevölkerung nicht betreffen. Und wir könnten uns all diese Debatte sparen, wenn wir es endlich hinbekämen, ein Kommunalwahlrecht für alle Menschen, die hier leben, einzuführen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.